Hallo zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video SW Content. Und endlich geht es weiter mit der Serie Tipps und Tricks. An dieser Stelle auch vielen Dank für den wertvollen Support, den ihr uns aktuell gebt auf YouTube und vor allem auch auf Twitch SW Content. Ja, Tipps und Tricks beinhalten wichtige Grundprinzipien, wichtige Techniken und Taktiken, welche ich euch kurz näher bringen möchte, in der Hoffnung, dass ihr den Sinn dahinter versteht und das Ganze natürlich auch für euch trainieren könnt, respektive das als gute Repetition dienen kann für all jene, die Trainings bei uns besuchen oder auch an Kursen oder Grundausbildungen teilnehmen. Heute mit dem Thema Faustfeuerwaffen, Langwaffen, also der Bereich Tactical Shooting. Und zwar geht es heute um den visuellen und den erweiterten Waffencheck. Für uns ein sehr, sehr zentrales Thema und wir mussten leider feststellen, dass diese Waffenchecks, also das Auseinandersetzen des Schützen oder des Operators mit der Waffe leider zu stark vernachlässigt wird. Ihr kennt dieses Thema vielleicht aus dem Militär, da nennt man das PSK, persönliche Sicherheitskontrolle. Wir haben im Rahmen unserer Grundausbildung Tactical Shooting das Ganze ausgeweitet, da das Thema für uns sehr, sehr wichtig ist. Also was Sie vielleicht als PSK kennt, ist bei uns einerseits ein visueller Waffencheck, andererseits ein erweiterter Waffencheck. Ja, wie sieht das Ganze aus? Ich werde euch das kurz demonstrieren mit einer Faustfeuerwaffe und anschließend noch mit einer Langwaffe. So, Grundvoraussetzung ist folgende. Ihr seid beispielsweise am Bekämpfen, also ihr seid in der Position Ready, in der Schießstellung. Und wenn ihr jetzt eine Manipulation machen wollt, wenn ihr euch mit der Waffe auseinandersetzen wollt, wenn ihr einen Positionswechsel habt oder ihr in einem engen Gebiet unterwegs seid, immer dann, wenn ihr irgendetwas mit der Waffe machen werdet oder nicht viel Platz habt, dann werdet ihr die Waffe zurückziehen. In eine Position High Ready North. Bedeutet beispielsweise beim Mag-Change, bin ich in der Schießstellung, ziehe die Waffe zurück und mache den Mag-Change. So, also wir machen Manipulationen nicht in der Ready Position und wir machen nicht Manipulationen irgendwo hier unten. Wir stehen straight, wir haben die Umgebung im Griff und ziehen die Waffe zurück vor das Gesicht, so dass ich die Waffe einerseits sehen kann, andererseits natürlich auch die Umgebung im Griff haben kann. So, was wir jetzt machen, der visuelle Waffencheck machen wir immer, wenn es die Situation erlaubt, wichtig. Wenn es die Situation erlaubt, beim Zurückziehen der Waffe in die North Position, wo wir dann die Manipulation tätigen werden. Wir trainieren also drillmäßig, dass diese Bewegung zurück in Verbindung steht mit dem visuellen Waffencheck. Das sieht wie folgt aus. Und dann käme beispielsweise die Manipulation, in diesem Fall ein Basic Mag Change. So, der visuelle Waffencheck besteht, egal ob Langwaffe oder Faustfeuerwaffe, aus folgenden zwei kurzen Elementen. Ich ziehe die Waffe zurück. Während dem Zurückziehen drehe ich die Waffe nach links ein, überprüfe die rechte Seite mit Priorität Patronenlager, ziehe die Waffe zurück, drehe die Waffe nach rechts ein, damit ich Einsicht habe auf die linke Seite. Dann bin ich in der Position, wo ich mich mit der Waffe auseinandersetze, wo ich die Manipulation mache oder wo ich auch taktisch unterwegs bin mit einem Trupp oder einer Squad-Größe. So, das wären ein paar Beispiele gewesen für den visuellen Waffencheck. Für uns ganz wichtig, da wir im Rahmen der Grundausbildungen in den letzten 12 Jahren leider feststellen mussten, dass ein persönlicher Bezug zur eigenen Waffe und die Funktion respektive die Bereitschaft der Waffe leider fehlt. Ihr müsst zu jedem Zeitpunkt wissen, was eure Waffe für einen Zustand hat. Und um das zu gewährleisten, führten wir den visuellen Waffencheck ein. Wir wollen also nicht jedes Mal eine PSK machen, also uns mit der Waffe händisch auseinandersetzen, sondern wollen vor allem visuell überprüfen, wie sieht es aus, haben wir eine Störung, welche Reaktion macht Sinn, ist jetzt Tap und Rack eher sinnvoll oder die erweiterte Störungsbehebung. All das kann ein versierter Operator oder
Schütze herausfinden, indem er einen visuellen Waffencheck macht. Und der visuelle Waffencheck macht ihr immer dann, wenn ihr Zeit habt. Im Gefecht oder im Schießstand wird bei uns, nochmal, ist wichtig, Drill mit Drill trainiert, dass die Bewegung zurück zum Körper, dorthin, wo ich die Manipulation mache, diese Bewegung zurück, die machen wir technisch respektive taktisch. Jede Bewegung zurück in North, High Ready, bedeutet rechts, links, dann folgt die Manipulation. Rechts, links, Manipulation. Ist am Anfang vielleicht etwas ungewohnt, aber wenn ihr das mit Drill trainiert, werdet ihr ziemlich schnell reinkommen und ihr könnt fast nicht mehr anders, als die Bewegung zurück in Verbindung zu setzen mit einem visuellen Waffencheck. Und das wäre auch das Ziel. Also jedes Mal, wenn die Waffe zurückkommt, mache ich mir ein neues Bild über den Zustand meiner Waffe und ihr könnt euch vorstellen, dass das zentral ist. Dass jeder Operator zu jedem Zeitpunkt weiß, was die Waffe für einen Zustand hat. So, selbes Spiel mit einer Langwaffe. Auch hier ist der Ablauf genau derselbe. Wenn ich in Position ready bin, also in der Schießstellung, und dann meine Manipulation beispielsweise tätigen will, ziehe ich die Waffe wieder in Richtung High Ready oder North und verbinde diese Bewegung sinnvoll und taktisch mit einem visuellen Waffencheck. Das waren zwei Beispiele für einen visuellen Waffencheck mit einer Langwaffe. Das funktioniert beim AR-15-System genau gleich wie bei einem AK-47 oder 74-System. Ist vom Ablauf her immer genau gleich. Aus der Ready-Position, Waffe sichern, Finger lang, eindrehen auf die linke Seite mit Fokus-Patronenlager. Dann Schaft lösen, Waffe zurückziehen und auf die rechte Seite eindrehen, damit ich die linke Seite der Waffe sehe, hier Konzentration auf Trigger, Upper and Lower Receiver, und dann bin ich hier in der korrekten Position, wo ich sowieso landen möchte, um Manipulation zu tätigen, wie beispielsweise einen Mag-Change. So, das wäre Teil 1 gewesen über visuelle Waffencheck. Kommen wir zum Teil 2 und gehen über zum erweiterten Waffencheck. Der erweiterte Waffencheck kommt immer dann zum Einsatz, wenn ich mehr Zeit habe, um mich mit der Waffe auseinanderzusetzen und es natürlich, wie auch beim visuellen Waffencheck, die Situation erlaubt. Der erweiterte Waffencheck zeige ich euch nur mit einer Faustfeuerwaffe, denn er ist identisch mit allen anderen Waffensystemen auch. Erweiterter Waffencheck heißt, im besten Fall habe ich vorgängig bereits einen visuellen Waffencheck gemacht. Ihr habt gesehen, der visuelle Waffencheck, der dauert halbe Sekunde, eine Sekunde, wenn ich mehr Zeit habe, vielleicht auch mal eineinhalb Sekunden, wo ich mich nur visuell mit der Waffe und dem Zustand der Waffe auseinandersetze. Der erweiterte Waffencheck braucht etwas mehr Zeit und besteht mindestens aus dem Check des Magazins und dem Check des Patronenlagers. Das wäre eigentlich die PSK von der Armee. Der erweiterte Waffencheck gibt aber dem Operator mehr Freiheiten. Bedeutet, wenn ich die Zeit habe, könnte ein erweiterter Waffencheck wie folgt aussehen. Ich kontrolliere das Magazin, ich kontrolliere das Patronenlager, ich checke die Festigkeit der Attachments, also beispielsweise der Lampe. Ist die Lampe korrekt angebracht? Ich kontrolliere, ob die Lampe funktioniert. Ich überprüfe beispielsweise, ob Kim und Korn richtig befestigt ist, und ich setze mich händisch mit allen wichtigen Waffenbestandteilen auseinander. Das wäre der erweiterte Waffencheck. Zum Abschluss nochmal ein, zwei Beispiele des visuellen Waffenchecks, angehängt der erweiterte Waffencheck. Ich bedanke mich bereits jetzt für eure Aufmerksamkeit, und wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr das gerne tun mit einem Daumen nach oben, mit einem Abonnement, welches gratis ist, oder auch mit einem Kommentar unterhalb dieses Videos. Bis bald, schönen Zusammen.